Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu Sword Art Online Integral Factor, heute mit Ebene 79. Wir hatten lange keinen Sword Art Online Integral Factor mehr, einfach weil ich kein Interesse mehr an dem Spiel hatte. Doch nun hatte ich teilweise wieder Lust auf das Spiel und habe die ein oder andere Ebene und das ein oder andere Event gemacht. Und die ich gemacht habe, möchte ich euch nun zeigen. In diesem Video werde ich euch die Geschichte der Ebene 79 zusammenfassen, für die Leute, die zum Beispiel kein Englisch können, beziehungsweise noch mal hören wollen, was dort passiert ist, oder vielleicht sind dort noch einige noch gar nicht auf dieser Ebene und wollen trotzdem hören, was dort passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Als Flui, Koharu und Shinon auf der 50. Ebene sind, haben sie von Kikoka den Auftrag bekommen, dass sich hier auf der Ebene die D-Monster befinden sollen und dass sie diese besiegen sollen. Als sie dort ankommen, treffen sie auch auf die Monster. Doch als Shinon angreift, macht sie den Monstern überhaupt gar keinen Schaden und kommt in eine bedrohliche Situation, wo sie aber von Flui gerettet wird. Etwas schockiert geht sie, nachdem sie die Monster besiegt haben. Rayo und Notte hingegen befinden sich auf Ebene 79 und haben dort eine Unterhaltung mit jemandem. Sie meinen, dass die Gruppe ihnen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Doch sie meinen, sie haben einen Plan, wie sie die Gruppe dieses Mal aufhalten können. Koharu und Flui sind wieder auf der 9. Ebene bei Kisemel und dort unterhalten sie sich darüber, dass Shinon sich seit Tagen nicht mehr bei ihnen gemeldet hat. Sie hatte Asnan geschrieben, dass sie nun für eine gewisse Zeit allein sein möchte und mit niemandem reden möchte. Die beiden machen sich Sorgen um Shinon. In diesem Moment kommt Kisemel vorbei. Von ihr erfahren die beiden, dass beim Schlosstor der Dunkelelfen jemanden mit ihnen reden möchte. Als sie dort ankommen, sehen sie Nishida, der scheinbar mit den beiden reden möchte. Die beiden erfahren, dass Nishida Hilfe braucht. Er möchte auf die 79. Ebene, um dort eine besondere Angel zu finden. Scheinbar soll man mit dieser extrem gut fischen können. Da aber dieser Punkt voller Monster ist und Kirito und Asuna zu beschäftigt sind, wollte er die beiden fragen. Da sie aktuell aber nichts zu tun haben, nehmen sie das Angebot an. Auf der Ebene angekommen, bemerkt Nishida, dass es scheinbar eine Fabrikebene ist und meint, man könnte sich hier bestimmt schön umgucken und vieles erleben. Koharu meint, dass sie damals hier nicht sehr lange waren und damals hier sich nicht wirklich umgucken konnten, da sie so schnell wie möglich versucht haben, die Ebene zu beenden. Nishida entschuldigt sich bei den beiden, sie so zu stören, aber die beiden meinen, es sei okay. Als sie ein wenig mit den Leuten reden, kommen sie ein wenig herum und entdecken immer wieder neue Sachen, was Nishida Spaß macht, auch wenn sie keine Informationen über die Angel erhalten. Aber selbst Koharu hat Spaß und sie meint, sie habe ganz vergessen, wie viel Spaß diese Welt auch bieten kann. Sie hören von einem Auflauf, wo viele Leute sind. Dort reden sie über ein Turnier mit dem Namen Cements, wo man in einem 1 gegen 1 kämpft. Und das mit besonderen Waffen. Sie finden, es klingt interessant, also wollen sie sich jetzt sicher einmal anschauen. Dabei erfahren sie, dass Cements ein Pro-Wrestling-Turnier ist. Nishida meint, dass er sich damit auskennen würde. In einem 1 vs. 1 Kampf kämpft jemand mit einer Eisenrüstung gegen einen Bogenschütze. Als der Bogenschütze herauskommt, können Koharu und Flui ihren Augen nicht trauen. Es ist Shinon. Die kämpft nun mit anderen Fallen, welche teilweise auch einen Nebel erschaffen können, mit welchen sie den Gegner damit besiegen kann. Als sie geht, versucht Koharu sie aufzuhalten und mit ihr zu reden, doch Shinon antwortet nicht und geht ohne ein Wort zu sagen. In der Umkleide des Turniers kommt Shinon gerade aus der Dusche. Als ihr Gegner hereinkommt, legt sie ihre Eisenrüstung ab und es ist eigentlich ein kleines Mädchen. Die beiden unterhalten sich über den Kampf. Nach dem Gespräch treffen sie sich mit den anderen. Scheinbar war es nichts weiter als ein Showkampf und sie unterhalten sich über den Ablauf. Dennoch halten Shinon alle für sehr stark, doch scheinbar ist sie nur dort, weil sie nach Informationen sucht. Außerhalb des Stadions machen sich Koharu und Flui Sorgen um Shinon, aber Koharu glaubt, dass Shinon weiß, was sie tut und will an sie weiter glauben. Deswegen machen sich die drei auf den Weg, um Nishidas Angel zu finden. Während die drei herumfragen, finden sie auch endlich den Shop, wo man diese Angelrute herbekommen soll. Als sie dort ankommen, treffen sie auf Spina, ein NPC-Mädchen, welches diese Angelrute herstellen kann. Doch damit sie das überhaupt machen kann, braucht sie zwei Items, welche scheinbar extrem selten sein soll. Diese soll er besorgen und somit könnte sie die Angel herstellen. Also bittet Nishida die beiden bei der Beschaffung der Items, was Koharu und Flui gerne machen wollen. In relativ kurzer Zeit haben die drei auch schon das erste Item gesammelt. Von der Beschreibung von Spina wissen sie, dass es nur in der Fabrik sein kann, wo sie dann auch das passende Monster finden und dann auch besiegen. Nach einiger Zeit finden sie scheinbar auch die Möglichkeit für das nächste Item, doch sie müssen gegen einen General kämpfen, welcher stark ist und gemeinsam haben sie keine Chance. Auch die Soldaten sind durchaus stark. Als es so aussieht, als würden die beiden verlieren, kommt Nishida dazu und kann den General mit leckeren Keksen beruhigen.
Die drei können flüchten. Als sie bei Spina sind, erklären sie ihr die Situation. Welche meint, sie brauche das Item eigentlich unbedingt. Ohne dieses Item könnte sie nämlich nicht die Angel herstellen. Aber sie meint im Turm der Acht, dass dort die stärksten Leute gibt. Aber wenn man sie besiegen könnte, soll man ebenfalls eine Möglichkeit erhalten, an das Item zu kommen. Spina weiß das, da ihr Vater früher ebenfalls ein Mitglied dort war. Als sie sich unterhalten, kommen Shinnon herein. Scheinbar ist sie ebenfalls mit Spina befreundet. Kuaru will mit ihr reden, aber Shinnon möchte nicht und geht. Kuaru ist traurig, aber Flui meint, sie sollten sich auf die Angelmission konzentrieren. Beim Turm der Acht haben sie von den drei Spielern mitbekommen. Sie glauben, dass sie vorhaben, die antike Waffe zerstören zu wollen. Und deswegen wollen sie erstmal weiter beobachten und notfalls aufhalten. Sie treffen am nächsten Tag auf Shinnon. Sie meint, sie möchte ihnen alles erklären. In der Stadt sehen sie, dass Shinnon sehr beliebt ist, da sie eine Zementskämpferin ist. Als sie hier allein sind, erklärt Shinnon, dass sie seit dem Vorfall der 100. Ebene sie keine Chance mehr hat gegen die Monster. Ihr Bogen ist einfach viel zu schwach für diese Monster. Sie findet auch keine Möglichkeit, ihr Bogen so zu verbessern, dass er gegen die neuen Monster eine Chance hat. Deswegen hat sich Shinnon entschieden, die Front zu verlassen. Sie meint, dass es hier auf der 79. Ebene eine Fabrik gibt und sie ein Gerücht gehört hat, dass es hier angeblich eine ganz besondere Waffe gibt. Und da Shinnon selbst ein anderes VR-MMO-RPG gespielt hat mit Waffen, will sie diese neue Waffe finden, welche ihr vielleicht helfen kann. Durch das Zement erhält sie neue Informationen und Gerüchte und deswegen macht sie dort mit. Sie meint, dass sie hier bleiben muss, um die richtige Waffe zu finden. Denn vorher ist sie einfach zu schwach und würde den anderen nur im Weg stehen. Daraufhin steht Shinnon auf und geht. Auch wenn Kuarui helfen will, dass sie gemeinsam nach einem Weg suchen, doch Shinnon meint, dass sie das alleine machen muss. Beim Tower der Acht meinen die drei Spieler, dass sie nun vorhaben, Shinnon beim nächsten Kampf beim Zement zu eliminieren. Kuaru, Nishida und Flui wollten sich erst einmal selbst wieder auf den Weg machen, um mehr herauszufinden, wie sie die Angel von Nishida fertig bekommen. Die drei finden weitere Hinweise, als sie sich mit Spina treffen, sehen sie dort auch Shinnon. Kuaru will sie eigentlich überzeugen, dass sie ihr helfen wollen, doch Flui hält sie auf und meint zu Shinnon, dass sie warten werden, bis Shinnon zurückkehrt. Sie meint, dass sie heute noch einen Kampf im Zement hat. Die drei entscheiden sich, den Kampf anzuschauen, um Shinnon anzufeuern. Doch im Kampf läuft der Kampf seltsam und Shinnon wird stark zurückgedrängt. Scheinbar haben diese Leute wirklich vor, Shinnon zu töten. Deswegen entscheiden sich Kuaru und Flui, in die Arena zu springen, um Shinnon zu helfen. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Gegner in die Flucht zu schlagen. Shinnon möchte die drei zum Dank zum Essen einladen. Die Gegner sind sauer, dass ihr Plan fehlgeschlagen ist, bis die Wachen auftauchen und sie von ihnen verprügelt werden. Die Wachen kommen zu den vier. Es sind die Soldaten des Generals. Sie meinen, dass der General ihnen befohlen hat, ihnen zu helfen. Nishida freut sich darüber und schenkt den Soldaten ebenfalls seltene Kekse, worüber sich die Wachen freuen. Als sie vier gemeinsam essen, gibt Nishida Shinnon eine Rede, dass sie besser auf sich aufpassen sollte, denn dieses Mal hätte es durchaus böse enden können, wenn die beiden nicht eingegriffen hätten. Shinnon verspricht, dass sie in Zukunft vorsichtiger sein wird. Der nächste Kampf steht auch schon bei ihr bevor. Aber sie meint, sie möchte sich vorher noch informieren und macht sich deswegen auf den Weg. Auch die drei machen sich wieder auf den Weg zu Spina, um mit ihr sich zu unterhalten. Dort erhalten sie aber einen Anruf von Kikuka, welcher meint, dass er herausgefunden hat, dass der nächste Boss auf der 79. Ebene aufgetaucht ist. Besonders da die drei schon auf dieser Ebene sind, trommeln sie alle zusammen. Als die Front sich trifft, schlägt Kirito vor, erst einmal Informationen zu sammeln, und zwar so viel wie möglich. Asuna nimmt den Vorschlag an und die anderen der Front machen sich auf den Weg. Kuaru und Flui berichten Asuna, was mit Shinnon passiert ist und warum sie verschwunden ist. Sie meint, sie können Shinnon nicht zwingen. Auch die beiden sollen Informationen sammeln über den Boss, sollen aber bitte auch ein Auge auf Shinnon werfen. Beim Turm der Acht treffen sich Rano und Notte. Sie unterhalten sich über die Front. Sie glauben immer noch, dass die Front es dieses Mal nicht schaffen wird, den Boss dieser Ebene besiegen zu können. Shinnon hingegen trifft sich mit Nishida, Kuaru und Flui. Sie erzählt, dass ihr nächster Kampf bevorsteht. Wie sie herausgefunden hat, scheint dieser Kampf wieder normal abzulaufen. Und deswegen würde alles gut laufen. Beim Turm der Acht ist der Chef sauer, dass sie es nicht geschafft haben, Shinnon zu vernichten. Er ist sauer, dass die Kinder ihm so viele Probleme bereiten. Ein paar Tage später steht der Finalkampf des Zements bevor, der Champ-Kampf. Dort kämpfen Shinnon, Kuaru und Flui gemeinsam, da dieser mit einem mächtigen Monster zusammenkämpft. Während sich Flui und Kuaru um das Monster kümmern, kämpft Shinnon gegen den Champ. Es ist ein enger und Theaterkampf, welchen Shinnon scheinbar verliert. Aber sie verwendet Explosionspfeile. Sie glaubt, ihn damit besiegen zu können.
Doch wieder hat es nicht ausgereicht. Da Kuro und Flui mit dem Monster fertig sind, kommen sie Shinnon zur Hilfe und können so den Champ besiegen. Die Menge jubelt den Dreien zu, doch Shinnon läuft plötzlich weg. Als sich Shinnon mit Spina trifft, meint sie, dass sie ihren Bogen verkaufen möchte. Sie meint, sie hat erkannt, dass sie einfach nicht stark genug ist und möchte ihn nun verkaufen. Spina erzählt Shinnon über eine antike Waffe, welche scheinbar mit Mana betrieben wird, aber keiner weiß, wo sich diese Waffe befinden soll. Kurze Zeit später trifft sich Shinnon mit Kuro und Flui. Sie sagt den beiden, dass sie nun endgültig die Front verlassen wird. Sie hat in dem Kampf gesehen, dass ihre Technik einfach zu schwach ist und deswegen es sich nicht lohnt zu kämpfen. Sie möchte sich aufmachen, um nun eine neue Aufgabe in dieser Welt zu finden. Zwar versucht Kuro sie aufzuhalten, doch sie geht. Einige Tage vergehen. Mit der Angelquest sind die drei immer noch nicht weiter. Denn Kuro und Flui versuchen, Shinnon zu helfen, um eine Möglichkeit zu finden, dass sie wieder zurückkehren kann. Deswegen bleibt Nishida aktuell bei Spina. Nishida versteht ihre Situation und meint, seine Angel kann auch noch warten. Kuro und Flui treffen sich mit Asuna. Sie entschuldigen sich bei ihr, dass sie immer noch nichts wirklich herausgefunden haben. Plötzlich tauchen überall auf der ganzen Ebene Roboter auf und alle müssen kämpfen. Problem ist nur, sie sind extrem stark und viele zu viele. Jeder von der Front hat seine eigenen Kämpfe. Plötzlich tauchen auch Rano und Notte auf. Sie hassen es zwar zu sagen, aber sie wollen ihnen helfen. Denn diese Ebene hat sich zu extrem stark verändert. Deswegen wollen sie ihnen helfen. Sie wissen ungefähr, wo der Boss sich befindet und wenn die Gruppe diesen besiegt, wird die Ebene wieder normal. Besonders weil jetzt nun unendlich viele von diesen Robotern spawnen. Rano und Notte meinen, dass der Boss sogar stärker ist als der Boss auf der 50. Ebene. Dennoch haben sie kein Interesse am Kampf teilzunehmen. Sie helfen zwar, wie man die Ebene bereinigen kann, haben aber selber nicht vor, im Kampf zu helfen. Als Rano und Notte wieder verschwinden, erinnert sich Flui an etwas und meint, dass Shinnon in Gefahr ist. Scheinbar ist Shinnon auf dem Weg zum Boss und könnte somit in Gefahr schweben. Als sich Kuro und Flui auf den Weg machen, werden sie von Robotern aufgehalten. Aber es sind viel zu viele. Dennoch können sie den Weg durchschlagen, um ein wenig voranzukommen. Aber dennoch wird ihr Weg wieder versperrt. Als es so aussieht, als würden sie verlieren, kommen doch noch die Soldaten vorbei, um ihnen zu helfen. Nishida trifft auf Shinnon und die beiden unterhalten sich. Dort erzählt Shinnon, dass sie, bevor sie SAO gespielt hat, ein anderes VR-MMORPG gespielt hat, wo sie versucht hat, ihr Trauma und ihre Angst vor Waffen in den Griff zu bekommen. Shinnon meint, sie hat das Problem mit dem Bogen, da dieser anders ist als ihre Waffe aus dem anderen Spiel. Aber Nishida meint, sie solle neue Dinge versuchen, vielleicht wird sie davon sogar überrascht. Er meint auch, es wird immer neue Techniken geben, die neu sind und sich so schnell verändern. Shinnon versteht, was er ihr sagen will und bedankt sich bei Nishida. Plötzlich werden die beiden von den Robotern angegriffen. Shinnon kann denen immer noch weiterhin keinen Schaden machen und möchte, dass Nishida flieht und sie die Aggro auf sie zieht. Doch Nishida versucht mit seiner Angelrute zu helfen, auch wenn dies keine Waffe ist. Doch er meint, dass er nun durch die Begegnungen mutiger geworden ist. Er meint, als älterer Herr müsse er Shinnon beschützen. Plötzlich taucht Spina auf und wirft Shinnon einen riesigen Koffer zu. Es ist ein riesiger Pfeil mit einem neuen Bogen. Shinnon schafft es irgendwie, den Bogen tatsächlich zum Spannen zu bringen und damit zu schießen und tatsächlich einen der Roboter zu besiegen. Sie weiß nun, dass sie immer noch eine Sniperin sein kann, in einer Welt ohne Waffen. Mit der Hilfe von Nishida und Spina gelingt es Shinnon, die Gegner mit einem neuen Pfeil zu besiegen. Der Name dieses Bogens heißt AMB-F79. Mit diesen kann Shinnon nun etwas ausrichten. Daraufhin tauchen Flui und Kuro auf. Shinnon ist wieder zurück an der Front, gerade rechtzeitig für das Strategie-Meeting zum Boss der 79. Ebene. Beim Boss-Meeting erklärt Kirito das, was er und Argo herausgefunden haben über den Boss. Er meint, gerade durch Shinnons neuen Bogen und Pfeile haben sie durchaus einen Vorteil. Bevor es zum Boss geht, bekommt Shinnon etwas von Asuna. Es soll ihr helfen. Es ist ein Geschenk von Flui, Silica und Lisbeth. Shinnon hat nun eine neue Haarfarbe, Augenfarbe und neue Kleidung. Und nachdem die kleinen Roboter besiegt sind, ist nun Shinnon an der Reihe. Shinnon schafft es tatsächlich, den Boss zu besiegen. Alle sind beeindruckt von Shinnon. Doch ihre Kleidung hat nur eine kurze Haltbarkeit und deswegen zerbricht ihre Kleidung nach dem Boss. Und sie steht nur noch in Unterwäsche da. Einige Tage später ist alles wieder normal auf der 79. Ebene und Nishida, Shinnon, Kuro und Flui treffen sich. Durch Silica und Lys hat Shinnon erfahren, dass es aktuell schwer ist, diese Kleidung konstant herzustellen und deswegen bleibt sie erst einmal so, wie sie aktuell ist. Dank der Hilfe der anderen hat Nishida nun auch seine Angelrute.
Notte hingegen tritt mit voller Wucht gegen etwas. Scheinbar hat sie sich an etwas erinnert aus der realen Welt. Sie meint, sie hasst es dort, was Rano durchaus verstehen kann. In der realen Welt hat Kikuka von Flui alles erfahren und er fragt sich immer noch, was es überhaupt mit diesen seltsamen NPCs auf sich hat, welche scheinbar besonders sind. Ja, liebe Freunde, das war die Ebene 79. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vor allem abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr rund um Sword Art Online Integral Factor zu verpassen. Ich habe nun vor, tatsächlich jetzt regelmäßig Sword Art Online Integral Factor zu bringen. Am besten immer so am Mittwoch. Also falls ihr es nicht verpassen sollt, schaltet unbedingt ein und vor allen Dingen abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.